Jetzt erstmal offizielle Begrüßung. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid, zur 10. Fahrstunde, die vorletzte. Weil im Grunde genommen könnte jetzt schon jeder, sagen wir, wenn das ein Führerschein wäre, könnte schon mal zumindest mit dem Auto so ein bisschen durch die Gegend fahren. Und die Praxis kommt sowieso nachher beim Fahren. Und sonst beim kreativen Quantenbewusstsein auch. Aber heute können wir uns nochmal darüber unterhalten. Erst machen wir die Einstimmung. Fast vergessen. Warten wir vielleicht noch einen kleinen Moment, bis ein paar Leute auch da sind. Obwohl ich mal davon ausgehe, dass das jetzt jeder mit einem Atemzug, der braucht nur die Augen zumachen, einatmen, dann ist er sofort in seiner Standard-Wohlfühl-Bewusstseinseinheit hier für die Sendung drin. Ich hoffe, ich nehme an, sagen wir, wir machen das jetzt zum 10. Mal. Ich weiß gar nicht, 2,5 Wochen. Dass es jetzt jedem sofort ganz leicht fällt, umzuswitchen. Man darf sich einfach nur nicht dabei anstrengen. Anstrengung ist das, was sofort wieder bewirkt, dass man aus dem Raum rausfliegt. Das werdet ihr sicherlich schon ein paar Mal gemerkt haben. In dem Moment, wenn du anfängst zu denken oder dich anstrengst, bist du wieder raus aus diesem Zustand. Und obwohl das so ein ganz, ganz, ganz feiner Unterschied ist, merkt man das, wenn man eine Zeit macht, merkt man sofort. Aber jetzt wollen wir es erstmal offiziell einstimmen. Weil wir sind in Deutschland, muss alles immer schön offiziell laufen. Einatmen. So ganz gut, so tut mir gut, weil ich habe mich gerade richtig beeilt. Den Raum wahrnehmen. Rundumblick. Alles Palettchen noch ein bisschen größer machen, weil ich gerade ein bisschen in Druck war, weil ich gar nicht fertig geworden. Ich dachte, ich werde gar nicht fertig. Und dann einfach hier einstimmen, dass wir das alles wieder ganz relaxed und in Ruhe machen können. Wenn du vorher Stress hattest, ist das okay. Wenn du von mir aus nachher meinst, du hast irgendeinen Stress, ist das auch okay. Aber während dieses Zeitraums kannst du einfach in diesem Gefühl von innen heraus da sein. Wenn du das so in deinem Herzen bist und guckst einfach so rum, nimmst die Bewusstseinseinheit wahr, erinnerst du dich vielleicht auch noch mal ganz kurz daran, dass du wirklich die Wahl hattest, dass du die Macht hattest, dass du das selbst entschieden und gemacht hast. Jetzt. Das vergessen wir nämlich immer wieder und immer wieder. Wenn wir uns dann so eingestimmt haben, dann will ich vorher noch über einen Punkt sprechen, der wird immer vergessen. Weil natürlich auch beim kreativen Quantenbewusstsein, wie bei allen Techniken, ich habe das, was heißt der Kuckuck, wie oft erlebt in den letzten 20, 25 Jahren, dass wir meistens, wenn wir mit irgendetwas anfangen, weil wir es alle so gelernt haben, dass wir dann meistens, ich habe meine ganze Brille verbogen, dass wir dann meistens sofort von vornherein in eine Falle laufen. Deswegen beim kreativen Quantenbewusstsein, da kommt es nicht darauf an, etwas loszuwerden. Oder gar ich muss oder ich sollte da irgendwie anders sein. Da kommt das nicht darauf an. Sondern es kommt darauf an, zu bemerken wieder, dass ich die Wahlfreiheit habe, dass ich der Chef bzw. die Chefin auf dieser Ebene bin. Wir haben aber alle eben gelernt, so soll etwas nicht sein. Das lernt jeder in der Kindheit. Es ist egal, was es ist. Ob das in der Schule ist, ob du ein Diktat schreibst, Mathe, irgendetwas ist immer in der Schule dabei. So soll es nicht sein. Es wird immer ein Punkt gefunden, wo noch irgendetwas fehlt. Und wenn ich anfange mit dem kreativen Quantenbewusstsein, wenn ich diesen Impuls, den wir alle gelernt haben, wenn ich dem automatisch nachgebe und da ist wieder irgendeine, ich darf mich nicht so schnell bewegen, meine Kamera macht ja nicht so viele Bilder. Wenn ich dann sofort meine, da ist irgendein Unwohlsein, sag ich mal. Und ich sofort den Impuls habe, den muss ich loswerden. Oder den muss ich bearbeiten. Das Wort muss, in dem Moment bin ich sofort wieder in der alten Falle drin.
Da ist es viel besser, einmal Stopp zu sagen. Ah, ich mache das ja, weil ich meine Wahlfreiheit wieder entdecken will. Das ist ein ganz feiner, aber ein ganz feiner Unterschied, aber einer, der gravierende Auswirkungen hat. Wenn ich immer daran gehe und sage, also wenn ich schon den Anspruch habe und sage, so, ich weiß jetzt, wie das aufgelöst wird, ich weiß, wie ich in so eine Wohlfühlbewusstseinseinheit reinkomme, ganz schnell, hast du vorhin gemerkt, können wir auch jetzt sofort nochmal machen, Luftholen, Rundumblick, passt, du merkst also, wie schnell das geht, in dem Moment, wenn du dich erinnerst. Und dann, wenn wir aber mit der Motivation daran gehen, aus der erlernten Motivation, dass sofort, so soll es nicht sein, es soll anders sein, ich muss oder ich sollte das ändern, dann sind wir schon wieder in der Falle drin. Dann gibt es nie ein Ende, dann taucht immer was auf. Wenn ich aber mich erstmal, ich sag mal, innerlich zurücklehne, sag Stopp, lehne mich innerlich zurück und sag, ach, ich sag mal was ganz, ich nehme einfach eine Bewusstseinseinheit. Ich bin wütend, sag ich jetzt mal. Wegen irgendwas, weiß der Kuckuck. Und aber, dann ist es eben sinnvoll zu sagen, Stopp, ich muss das nicht loswerden, weil das schließlich menschlich ist. Alle Gefühle, die auftauchen, sind menschlich. Sondern ich sag mal, mich quasi im heiligen Raum zurücklehnen und sagen, okay, ich bin jetzt in der Wuteinheit, ich habe die Wahl, ich kann da jetzt noch ein bisschen drin bleiben und ringsherum rot sehen. Ich kann aber auch einatmen, dann ist ausatmen, ist sie wieder im Raum und dann kann ich die auflösen, wieder transformieren zu der undifferenzierten Energie. Aber was wichtig ist, dass der Fokus auf der Wahlfreiheit liegt. Nicht auf dem, ich muss das jetzt loswerden. Ich muss das jetzt ändern. Wenn das, damit das, daher kommt, dass er, ich habe also, das kennen bestimmt auch viele, dass ich, egal welche Technik ich gelernt habe früher, dass ich so in den ersten paar Tagen, hat das auch Spaß gemacht, weil aber immer dieses Gefühl war, ah, ich muss jetzt positiv denken, das ist sowieso der größte Quatsch aller Zeiten. Die meisten Menschen denken überhaupt nicht. Also ich auch nicht. Das kann sofort jeder ausprobieren. Wenn ich dich jetzt frage, wenn ich jetzt sage, ich habe ein Video dazu gemacht, wenn ich jetzt frage, okay, drei Sachen. Sagen wir hier, ein Glas Wasser. So, ein Glas Wasser. Was hier gerade liegt, 50-Euro-Schein, also rum, und eine weiße Kugel. So, diese drei Sachen. Weiße Kugel, 50-Euro-Schein und ein Glas Wasser. Ich bitte dich jetzt einfach, die Augen zuzumachen und darauf zu achten, welches von den drei Teilen zuerst bei dir auftaucht. Warte einfach mal, irgendeins taucht auf von denen. So, und wenn jetzt zum Beispiel bei dir der 50-Euro-Schein aufgetaucht ist, dann stelle ich dir die einfache Frage, wann hast du dich entschieden? Wann hast du bewusst entschieden, den 50-Euro-Schein auftauchen zu lassen? Warum ist nicht das Wasserglas aufgetaucht oder die Kugel? Wer war das, der das entschieden hat? Dass von den drei Sachen genau dieses auftauchte. Das kannst du also zigmal machen. Dann wirst du feststellen, sagen wir das mit dem positiven Denken, wird dir sofort klar, dass es nicht so ganz so einfach ist. Weil in der Regel funktioniert der Prozess so wie gerade. Dann kommt er von einer noch viel, viel tieferen Ebene her. Naja, auf jeden Fall, dass ich mich dann angestrengt habe. Angestrengt, mich wohlzufühlen. Angestrengt, entspannt zu sein. Was natürlich schon total bescheuert ist, weil das ja ein Widerspruch in sich ist. Wenn die Motivation ist, ich muss das ändern oder ich muss das loswerden, dann landet sie immer in dieser Falle. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, aber zumindest wenn du dich wohler fühlen willst immer mehr, ist es ganz, ganz wichtig zu sagen, Stopp,
Ich mache das ja, um meine Wahlfreiheit und meine Macht wieder für mich selbst zu entdecken und nicht, weil ich sofort meine, ich muss da was loswerden oder ich muss da was verändern. Du musst gar nichts, weil du die Chefin oder der Chefin im Raum bist. Ich habe mir das extra aufgeschrieben, weil das wirklich ein wichtiger Punkt ist. Weil das ist dann wirklich oft so, ah, ich muss das jetzt, ich weiß jetzt, wie es in meinem individuellen Anteil des Quantenraumes aussieht. Ich bin da die Chefin, ich bin der Chef und da muss jetzt immer alles rosa-rot sein. Nur Wohlgefühl. Ich sag mal, für die Göttin unter euch, sag mal, diese Position, wenn du auf dem Thron sitzt, und ich nehme ja immer das Beispiel von der Kleopatra, wie die auf dem Thron sitzt. Die Kleopatra, die ist auch, das ist ein Riesenreich, was alles da ist. Die hüpft auch nicht sofort vom Thron, wenn da irgendwo einer einen Eimer Wasser umkippt. Und das ist im Grunde genommen so, sondern, sagen wir, wenn das jetzt eine unangenehme Bewusstseinseinheit ist, dann bleibt das in Ruhe sitzen. Also es kommt auf die Wahlfreiheit drauf an. So, das war mir wichtig, dass ich das vorher sage. Und heute, ich habe das auch in der Vorankündigung gesagt, wollen wir uns mal ein bisschen über den Flow unterhalten. Also im Flow sein, da habe ich auch viel drüber geschrieben und viel drüber gemacht. Und am besten im Flow mit Fülle. Was sonst? Also, dass wieder jeder sagt, ach, ich möchte so gerne im Flow mit Fülle sein. Und ich habe da ein paar Grafiken vorbereitet, wo der ein oder andere sicherlich ein bisschen stutzig wird, warum das in Deutschland nicht so aussieht, wenn Feierabend ist. Warte mal. Also in Essen sieht es zumindest selten so aus. Ganz selten, wenn Feierabendverkehr ist. So. Ich weiß nicht, wie das bei euch aussieht. Bei uns sieht das nicht so aus. Auch nicht, wenn einer vom zweiten oder dritten Mal von so einem Workshop oder Seminar kommt oder wenn er 15 Bücher gelesen hat. Ganz selten sieht das denn so aus. Also ich habe es noch nie gesehen. Ich habe das extra rausgesucht. Ich mache das extra so ein bisschen provozierend. Damit mit einmal so ein paar Sachen klar werden, wo wir normalerweise gar nicht dran denken. Ich auch nicht, habe ich nie dran gedacht. Das bedeutet natürlich nicht, wenn ich das jetzt hier so gezeigt habe, dass ich da natürlich selbstverständlich mich sehr intensiv mit solchen Sachen befasst habe. Und aber Donnerwetter, so möchte ich auch nach Hause fahren. Das war damals meine Einstellung. Heute habe ich eine ganz andere Einstellung zum Flow mit Fülle. Und warum das so ist, das wird dir vielleicht klar, wenn ich die nächste Grafik aufrufe. Oder nee, wir machen das anders. Warte mal. Wir machen das mal anders. Wo ist er? Und zwar, genau, so machen wir das. Befassen uns erstmal damit, warum sofort, wenn es um den Flow mit Fülle oder so geht, dann haben wir sofort alle so ein Bild im Kopf eben. So eins hier. Die wenigsten haben dann irgendwie eine Wanderung durch den Westerwald im Kopf. Mag es auch geben, aber die meisten eben nicht. Sondern wenn wir hören Fülle, dann tauchen natürlich sofort solche Bilder auf. Ich habe nur ein paar ausgewählt hier. Also Ferrari ist Minimum. Darf auch ruhig ein bisschen mehr Geld sein. Jet. Ein etwas größeres Haus. Ich habe das extra mal so hier aufgeschrieben. Wenn wir den Begriff Fülle hören, dann ist sofort das da. Im Flow mit Fülle meint jeder im Flow mit sowas. Das ist aber eine erlernte, eine konditionierte Bedeutung. Hätte zum Beispiel ein Indianer, also ein nordamerikanischer Indianer, hätte für den im Flow mit der Fülle zu sein, hätte das für den die gleiche Bedeutung? Ich schätze mal nicht. Sonst hätten sie nicht den Spruch losgelassen, erst wenn der letzte Fisch gefangen, der letzte Fluss vergiftet und der letzte Baum gerodet ist, werdet feststellen, dass ihr Geld nicht essen könnt. Also ist das erlernt, konditioniert. Bei uns taucht das deshalb automatisch auf,
weil wir alle so aufgewachsen sind. Wie ich das jetzt hier auf der nächsten Grafik zeige, wenn ich sie denn finde. Wo ist das? Einen Moment. Hier ist ganz wichtig. Das sind eben so ein paar Eckpfeiler, wo man muss sich einfach klar machen, wie wir funktionieren. Wir meinen ja immer, wenn das automatisch auftaucht, so ein Bild da, Fülle, automatisch sofort viel Geld und tolles Haus und Yacht und Jet und weiß der Kuckuck, was es da alles so gibt. Und dass das automatisch auftaucht, das taucht zwar automatisch auf, aber ist konditioniert. Und schließlich, deswegen habe ich dieses Schaubild gemacht, alles wirklich eingetrichtert. Definition, Bedeutung, Überzeugung, Konditionierung, Meinung, Werte. Das wird uns alles vom ersten Tag an eingetrichtert. Und dann ist das in unserem USB-Stick gespeichert, sprich in unserem Gehirn, und wird eben bei Bedarf abgerufen. Und aus unserem Mund kommt natürlich, das sind alles meine Gedanken, meine Meinung, meine Überzeugung, meine Werte und so weiter. Weil wir in der Regel gar nicht fragen, wer hat uns die eigentlich beigebracht? Das war ja nicht so, dass wir irgendwann eine Auswahl hatten von Überzeugungen und konnten sagen, ach, die wähle ich für mein Leben, die passt mir ganz gut. Und dann zu gegebener Zeit zu sagen, ah, die ist jetzt nicht mehr angemessen, ich ändere die jetzt. Sondern im Grunde genommen ist es also im Normalfall, sag ich mal, also im genormten Fall so, dann werden die einmal eingetrichtert und werden das Leben lang vom USB-Stick abgerufen bei Bedarf. Heißt dann eben, wenn sie getriggert werden. Und ich habe da extra mal in diesem Rahmen, habe ich dann eben, ich sag mal, der größte Teil der Bevölkerung, der ist im Grunde genommen in so einem Rahmen drin, wo also jeder schön auf den anderen aufpasst. Da, wir sagen wir sogar in der Sprache, damit er ja nicht aus dem Rahmen fällt. Wenn jemand aus dem Rahmen fällt, ist das ja das Zeichen, dass er gegen irgendeine Überzeugung, gegen irgendeine Meinung oder gegen irgendeinen Wert oder gegen eine Konditionierung verstößt, eine Konditionierung, die wir alle mitbekommen haben. Und beim Flow ist eben die Frage, im Flow womit? Und wenn ich mir die Situation angucke, dann wird das sofort klar. Normalerweise gehen wir auch hier in Deutschland, gehen wir ja, wenn jemand auf so ein Seminar geht, ja, der sagt nicht, ich möchte im Flow mit irgendwelchen 1-Cent-Stücken sein, sondern sofort taucht dieses Bild auf. Wenn wir uns aber mal die Situation angucken, wie die ist, weltweit, ich habe das extra mal so aufgebaut diesmal, dann werden viele Sachen klar, dass die völlig unsinnig sind. So, ich habe jetzt hier mal einfach so eine Weltkarte genommen. Ich habe dann oben so einfach drüber geschrieben, hier, The Secret, Gesetz. Natürlich kenne ich die ganzen Bücher auch. Ist also nicht so, dass ich in die Oni-Falle reingetappt bin. Gesetz der Anziehungskraft, ich will noch mehr. Unendliche Fülle steht jedem zu, auch dir und bla 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 bla. So, das ist aber die Weltkarte. Deutschland ist ja der kleine Punkt. Ich gehe mal nur von Deutschland aus. Das ist ja im ganzen Westen so. Weil solche Seminare und Workshops und Bücher, die sind nicht unbedingt Bestseller in Südafrika. In Kalahari da oder was weiß ich wo. Das ist nicht in Südafrika, auf jeden Fall da. Oder in Brasilien, im Dschungel. Dahinter steht aber immer, so wie das herkömmlich gemacht wird, ich will noch mehr. Für mich, weil ich bin jetzt spirituell. Meiner Meinung nach ist das nicht spirituell, sondern das ist das Ego. Das Ego in Reinkultur.
nur schön verpackt und gut verkauft. Aber nichts anderes wie Konsum haben wollen, noch mehr und noch mehr und noch mehr, noch ungezügelter, noch unbescheidener, noch abartiger meiner Meinung nach. Also der Art nicht entsprechend. Denn wenn du dir das anguckst, sag mal, die durchgestrichenen Flächen, ich habe das nur so grob gemacht, das sind ungefähr 4-5 auf der Welt. Da herrscht totale Armut. Die haben weniger als 1 Euro am Tag. Kein sauberes Trinkwasser. 1,5 Milliarden Menschen sind immer hungrig. Jeden Tag verhungern 18.000 Kinder unter 5 Jahren. Und dann setzt sie der Roland hin, in diesen kleinen roten Punkt, und sagt, boah, ich habe echt zu wenig. Ich brauche unendliche Fülle. Ich sage das extra so provozierend, weil wir uns ja in der letzten Zeit immer von Systemen unterhalten haben. Natürlich gilt das überall. Es gilt überall, dass das größte System den größten Einfluss hat. Den meisten ist das aber, wenn es mir auch nicht. Ist also nicht so, ich habe mich sehr intensiv mit solchen Sachen befasst, weil ich gedacht habe, das hört sich also super an, weil mir aber nie das Bild klar war. Dann ist die Vorträge völliger Blödsinn. So sieht es also aus auf der Welt. Und die Welt ist natürlich ein System. Und zwar ist es das übergeordnete, größere System. Deswegen habe ich das hier so reingesetzt. Du siehst also, der Roland, der da irgendwo in Essen rumsitzt, den siehst du gar nicht in diesem großen Bild. Der aber meint, unendliche Fülle, nur für mich. Das viel größere übergeordnete System ist also das Gesamte. Die Absicht von dem größten System ist wie alles in der Natur. Zu wachsen, mehr zu werden, sich zu entfalten. Als Gesamtsystem. Dem Gesamtsystem ist es völlig schnurz, ob der Roland dann Essen rumsitzt und meint, er hat eine super Idee. Das Gesamtsystem legt erstmal Wert darauf, dass die kleineren Systeme sich alle optimal entfalten, weil nur dann sich auch das größere System wieder weiter entfalten kann. Also hat das kein Interesse daran, an so einem Ungleichgewicht, sondern dass sich alle optimal entfalten. Jeder so auf seine Art, aber alle optimal. Weil wenn es heißt unendliche Fülle für alle, dann nicht unendliche Fülle für ein Fünftel der Weltbevölkerung, sondern für alle. Und wir haben das ja schon so oft in den letzten Fahrstunden auch gemacht. Ich habe das auch so oft auch in Videos gesagt, weil das hat sehr viel mit Fraktalen und mit Systemen zu tun. Das größte System hat immer den größten Einfluss auf alle anderen kleineren Systeme, die es beinhaltet. So, und wenn der kleine Roland jetzt da in den Sieg kommt, oder den Punkt, der hockt da irgendwo in diesem winzigen Punkt und sagt, so, ich habe jetzt ein super Buch geholt, oder bin irgendwo hingegangen, oder ist egal, und sagt, so, ich muss jetzt unendliche Fülle haben. Und sehe das Bild gar nicht im Vergleich zu allen anderen, zu 4/5 der Weltbevölkerung. Lebt jeder in Deutschland in unendlicher Fülle. Das hat schließlich Gründe, sagen wir, dass so viel, ich sag mal, Neulinge, sag ich einfach mal, die hier in den letzten 2-3 Jahren hingekommen sind, die sind ja nicht hier hingekommen, weil sie gesagt haben, super, da gibt es Seminare und Bücher und Workshops, so unendliche Fülle. Sondern sie sind hier hingekommen, weil das weltweit bekannt ist, dass es nicht so viele Fülle weltweit gibt wie bei uns. Und dann setzen aber ausgerechnet wir und im Westen, wir setzen uns hin und sagen, wir wollen noch mehr haben. Dann sagt das größere System, ist der Roland bescheuert, dein Essen? Weil das will einen Ausgleich haben, das weiß, ich sage jetzt mal, wenn das große System denken könnte, sag ich mal, das würde denken, so ein Mist, nur wenn sich alle optimal entwickelt haben, kann ich auch wachsen als größeres System. Und der Rettke, der Blödmann, setzt sich dann Essen hin und meint, er kann noch mehr Ungleichgewicht erschaffen, obwohl er schon in der Fülle lebt. Dem Leben kommt es nicht auf die Fülle an, die wir konditioniert beigebracht haben,
für das Leben bedeutet Fülle für einen Menschen. Genug zu essen, genug zu trinken, ein Dach über dem Kopf, sage ich jetzt, ich sage jetzt extra ganz niedrig, ein Dach über dem Kopf und Schutz vor irgendwelchen wilden Tieren, sage ich mal. Und eben eine Sicherheit von mir ist für 2 bis 3 Tage so mit Essen. Mehr nicht, nicht 3 Handys, 3 Autos und tralala. Das sind alles künstlich gemachte Bedürfnisse, wo wir meinen, ohne können wir nicht leben. Ich meine damit auch nicht, dass wir jetzt alle wieder in eine Höhle ziehen müssen, sondern um sich das große Bild anzugucken, in was für einer Fülle jeder in Deutschland, also zumindest bis auf ganz wenige Ausnahmen, die Leute, die von mir aus irgendwo, auch die unter der Brücke oder so, denen geht es im Vergleich zu vielen anderen in den 4, 5 noch viel, viel besser. Viel besser. Oder die muss wissen, wo sie 1 Liter Wasser herkriegen sollen. Also sage ich mal, muss ich erstmal erkennen, ey, ich lebe schon in der Fülle. Vom großen System aus gesehen. Im großen System ist es Schnurz, was wir beigebracht bekommen haben. Das hat nur was mit der Funktion von Systemen zu tun, das funktioniert völlig neutral. Also wird mich das große System nicht unbedingt in meiner dann aus der Sicht des großen Systems völlig unvernünftigen und völlig wenig hilfreichen für das Gesamtsystem Einstellung und Wunsch helfen und sagen, Yippie, ich brauche jetzt noch irgendeinen Kram und noch einen Kram und noch einen Kram. Es geht auch nicht darum, sagen wir, ein positives Leben oder von mir aus auch ein Leben in Luxus und mit Bequemlichkeit schlecht zu machen, sondern sich erstmal das Bild angucken. Damit dann erstmal schon mal in diesem kleinen roten Punkt da meine noch tatsächlich, mir ist es ja so schlecht gegangen in den letzten 50 Jahren, ich brauche echt unendliche Fülle. Wahrscheinlich würde ich sofort umdenken, wenn ich die letzten 50 Jahre in einem von diesen 4, 5 verbracht hätte. Aber das muss man sich erstmal klar machen, weil das hat was damit zu tun, wie das System auch wirkt. Wenn ich anfange, in den Flow mit Fülle zu kommen, dann wird mir klar, dass das deshalb nicht klappt, weil ich auf Irrtümern die ganze Sache aufbaue. Natürlich ist das Leben daran interessiert, dass alle wie ein Kirschbaum, in der Natur gibt es nur Fülle. Ein Kirschbaum, das Ziel von einem Kirschbaum ist ja, wenn er mal sein Wachstum beendet hat und stirbt ab, dass dann von mir aus ihm 2 neue Kirschbäume wachsen. Sag ich mal, damit dann Wachstum drin ist, auch so. Dann brauchte der theoretisch sein ganzes Leben lang, sein ganzes Baumleben lang, nur 2 Kirschen zu produzieren. Aber in der Natur gibt es überall Fülle. Kannst du hingucken, aber eben auch immer an das größere System angepasst. Da bestimmt immer das größere System und nicht irgendwelche künstlichen Konditionierungen. So. Lass mal einen Schluck trinken. Ich weiß, das hört sich vielleicht ein bisschen ungewöhnlich an. Und das ist garantiert nicht das, was die Schreiber von diesen ganzen Bestsellern und so, was den Leuten vor der Nase halten. Weil in dem Moment, wenn ich mir das angucke vom großen System, dann ist es ja schon fast undankbar, wenn ich mich hier in Essen hinsetze und sage, ja, ich weiß was, es gibt da 4, 5, denen geht's echt mies. Jeden Tag sterben 18.000 Kinder, aber soll's, ich brauche noch mehr. Das ist im Grunde genommen das Ego in Reinkultur. Und zwar nicht mehr sein wollen, sondern mehr haben zu wollen. In der Natur funktioniert das aber immer sein, tun, haben. Kirschbaum ist jetzt ein Kirschbaum, dann tut er was, wachsen und dann hat er was, Früchte aus sich selbst heraus. Und da stellst du dich im Garten und sagst, ich muss jetzt mal, was weiß ich, irgendwelche Affirmationen machen. Ich will sofort, bevor er überhaupt da ist, bevor er überhaupt weiß, dass er ein Kirschbaum ist, sofort mehr haben. Das kann überhaupt nicht funktionieren, das ist völlig wieder natürlich. Und wir fangen ja so, wir haben das ja umgekehrt gelernt. Wir haben das umgekehrt gelernt. Hast du was, dann bist du was. Streng dich an, damit aus dir was wird. Das ist aber ganz gegen die natürlichen
Prinzipien und Prozesse und in den Prozessen ist das Schnurz, was wir gelernt haben und im großen System sowieso. Und deshalb ist es beim Flow mit Fülle, wie gesagt, das hat nichts damit zu tun, zu sagen, ach, ich möchte mein Leben bequemer machen, so leichter sein oder so. Das ist alles in Ordnung. Es kommt nur wieder darauf an, von den Ebenen her, wo ich anfange und wie ich das mache, dass ich mir sage, was bedeutet das eigentlich im Flow, womit? Ich muss natürlich dann, wenn ich das weiß, mit dem größeren System, muss ich sagen, okay, dann muss ich mal hingucken, was das will. Weil das ja immer bestimmt, das immer Einfluss hat, das hat die größte Kraft und die größte Energie und die größte Dynamik. Das ist immer ganz gut, sich dann zu passen. Zumindest darauf zu achten. So, ich hole mal die nächste Grafik heran. Nochmal die. Die hatten wir gestern, aber zur Erinnerung. So, nochmal hier. Die hatten wir gestern. Also das größte System, das hat immer die meiste Energie, den größten Einfluss auf alle anderen, die darin sind. Und wenn der kleine Roland dein Essen sitzt, ist er noch wesentlich kleiner, viel kleiner, siehst du gar nicht so. Und er meint, er kann dagegen verstoßen, dann merkt er ganz schnell, wer der Chef ist, wo die meiste Energie herkommt. Und deshalb ist es wichtig, sich davor, bevor ich überhaupt damit anfange, mir da Klarheit zu verschaffen. Weil sonst kann ich da, so wie ich das gemacht habe, wie gesagt, ich kenne das sehr gut, da kann ich also zig Bücher durcharbeiten, dann kommt immer nur eins dabei raus. Das haben vielleicht auch schon etliche festgestellt, dass sie sich da wahnsinnig angestrengt haben und haben vielleicht auch einen Haufen Geld ausgegeben. Ich habe sehr viel Geld in meinem Leben für Bücher ausgegeben. Also nicht nur 10.000 Euro oder so, sondern sehr, sehr viel. Naja, da habe ich auch viel von dem Background. Ist aber okay. Weil es ist doch klar, wenn ich mit dem System arbeite, wie auf der linken Seite, dann kriege ich auch Unterstützung. Ich sage das jetzt mal so. Das ist so, als wenn ich mit der Evolution arbeite. Dann geht es in die gleiche Richtung. Ist alles schön leichter. Er kommt das ja, wenn Menschen wirklich im Flow sind, das hat ja in der Regel ganz mit Geld zu tun. Dann ist für die alles leicht, dann fühlen die sich wohl und versinken einfach so. Das hat aber eben ganz bestimmte Qualitäten. Das hat bestimmte Gründe, wo auch bestimmte Qualitäten dann für verantwortlich sind, dass sie sich in dem Moment so fühlen. Dann geht alles leicht von der Hand, dann gibt es gar keine Probleme, auf einmal gibt es Synchronizitäten im Leben, dann triffst du irgendwelche Leute oder dir fällt irgendwas ein oder gehst irgendwo hin und wo du noch nie warst und denkst nachher eigentlich, dass ich da hingegangen bin. Das ist also, wenn ich in einer Richtung mit dem Leben arbeite, mit dem großen System. Das ist immer günstig, sich zu überlegen, was für eine Absicht das große System und dann meine kleine Absicht anzugleichen. Und zu sagen, wie passt das in die große Absicht? In der Regel ist es aber so, wie wir das gelernt haben, wie auf der rechten Seite. Ich sage mal, da geht die Absicht und die ganze Energie vom großen System, die geht dahin, wo der rote Pfeil ist. Und der Roland, sag ich mal, in der Mitte wieder, natürlich viel kleiner, wenn er in Essen sitzt, der sagt, Ejibetsch, ich, mein Ego, will aber was anderes. Dem großen System ist das Schnurz. Das kannst du ruhig machen. Wahrscheinlich hat das große System dann immer bei mir gedacht, was stört es die Eiche, wenn sich das Wildschwein unten am Stamm schubert? Die wächst trotzdem einfach weiter, so wie sie will. Wenn ich das aber so mache, dann wird da sofort klar, woher das kommt, dass das dann manchmal so viel Energie braucht und noch mehr Energie und noch mehr Energie, wenn ich das mache. Es kommt also beim Flow, wenn ich im Flow wieder sein will, da kommt es erstmal darauf an, dass ich mir erstmal wieder Klarheit verschaffe. Wie immer, das ist mit dem kreativen Quantenbewusstsein. Oder es ist nicht nur im kreativen Quantenbewusstsein. Es ist immer ganz gut, wenn man sich Klarheit verschafft, dass ich einen Überblick habe, was überhaupt läuft. Weil wenn ich im Flow sein will,
dann muss ich erstmal gucken, was bedeutet das überhaupt? Da wird viel darüber geschrieben, aber was sind das genau für Qualitäten, wenn ich im Flow sein will? Ich habe auch noch mal so eine Grafik zugemacht. Ich rufe die mal eben auf, dann können wir uns daran orientieren. Weil das kann man nämlich auch dann fühlbar machen. Gerade mit dem kreativen Kontenbewusstsein. So, ich habe das mal, habe ich mal irgendwann, glaube ich, für einen Blog gemacht oder so. So, im Fluss des Lebens sein. Das sind innere bestimmte Zustände, wenn da jemand im Flow ist. Die hat mit unseren erlernten Sachen, mit den Konditionierungen gar nichts zu tun. Sondern jemand, der da ganz versunken ist oder so. Ich habe dann hier, was er eben auch zu der großen Lebens, der ist ja natürlich voll in seiner Lebensraummatrix. Der fühlt sich logischerweise dann sicher, willkommen, geliebt, versorgt, geborgen, beschützt, fähig, gut genug. Weil er versinkt ja, diesen Flow-Zustand, den kennen ja vielleicht manche, wenn sie auf einmal im Hobby. Viele machen das. Ich sage jetzt mal ein Beispiel, ein Briefmarkensammler oder so. Oder wenn jemand bastelt, dann ist der ganz versunken da drin. Auch wenn du Kinder hast, dann kennst du das, wenn Kinder von mir aus mit Lego oder so im Kinderzimmer spielen. Und wenn du da mal Mäuschen spielst und die haben dich nicht bemerkt, dann siehst du, die sind total darin aufgegangen, die sind voll im Hier und Jetzt. Ich kann aber nur voll im Hier und Jetzt sein, sagen wir in so einem Zustand, wenn bestimmte Qualitäten da sind. Die äußere, ich sag mal jetzt die Lebensraummatrix, so wie das auf der linken Seite, das ist dann sowieso da. Und ich habe mal hier diesen Fluss so, als wenn das der Fluss der Zeit ist. Also wo es immer weiter in die Zukunft geht, der läuft genau umgekehrt von der Flussrichtung wie normalerweise. Aber da brauchen wir jetzt nicht drüber uns unterhalten. Von der Energie, vom Energiefluss meine ich. Ich muss also gucken, ob da Dankbarkeit da ist. Das ist natürlich nicht so eine euphorische Dankbarkeit, das ist so eine ganz stille so. Im Grunde genommen, was dahinter steht, wenn jetzt du einen Briefmarkensammler beobachtest oder wenn jemand am Basteln ist, ja ganz versunken oder kleine Kinder, da steckt ja so ganz still hinter. Ha, ich bin dankbar, dass ich das jetzt gerade hier so erleben darf. Natürlich läuft das auf einer ganz tiefen Ebene ab. Und dann aber auch die Freude, das ist ja im Grunde genommen wirkliche Lebensfreude. Da gibt es nichts für, die ist einfach da, weil man im Hier und Jetzt so da sein darf. Und Wertschätzung. Wenn ich das wertschätze, wenn jemand Briefmarken hat, macht oder bastelt oder auch kleine Kinder, es kommt nicht darauf an, ob der Turm, den da jemand mit Lego baut, so ein kleiner Hosenmatz, ob der jetzt völlig gerade ist, aber für den ist das was ganz Tolles. Daher kommt das ja, fällt mir gerade ein, das kennt jeder, der Kinder hat. Dass die eben ihre Schätze haben im Kinderzimmer. Das kann irgendeine Kleinigkeit sein. Wenn du dann aber auf einmal sagst, ach, da hast du jetzt ein Jahr nicht mitgespielt, das können wir doch vielleicht mal, muss ja nicht unbedingt entsorgen. Wir können auch sagen, wir verkaufen das auf dem Flohmarkt oder verschenken das. Dann fällt ihm die Wertschätzung wieder ein mit kleinen Hosenmatz. Und er sagt, nee, großer Schatz, großer Schatz. Und das ist ein Glücklichsein in dem Moment. Natürlich, wenn jemand so versunken ist, kennt tut diesen Zustand jeder. Aber nicht so klar, wie ich das machen kann. Und dann kann ich mir zum Beispiel eine ganz einfache Frageliste, wenn ich im Flow sein will, dann reicht es nicht, wenn ich im Hier und Jetzt bin und im Grunde genommen aus der Zukunft und aus der Vergangenheit abhaue. Das machen ja auch viele. Damit ist ja auch nicht der Flow gemeint, wenn jemand in der Kneipe geht und das Bier fließt gut. Das ist das Gleiche. Dann hauen die meisten auch dann ab aus der Vergangenheit oder viele aus der Vergangenheit oder aus Angst vor der Zukunft oder was weiß der Geier. Aber ich muss mir auch im kreativen Quantenbewusstsein das angucken. Weil ich weiß ja, ich kann das ganz leicht ändern, wenn da noch was ist. Ich kann das ganz leicht im kreativen Quantenbewusstsein. Es ist total leicht, in dieses Gefühl von Flow zu kommen. Weil da kann ich ja dann mit dem Zeitstrahl, das kann ich ja jederzeit klären. Das ist hier nur so wie so eine Checkliste, dass ich mir also frage, okay,
ist das jetzt, wenn diese vier Sachen, und da gehört noch Mitgefühl, gehört auch noch dazu. Also wirklich das Mitgefühl, nicht Mitleid, Mitgefühl. Dass ich also mitfühlend sein kann, Empathie. Dass ich mir also frage, sind diese, erstmal, wenn ich damit anfange, überhaupt zu experimentieren, dass ich im Grunde genommen, sagen wir, wenn ich das in eine Checkliste behandle, dass ich frage, bin ich jetzt in Dankbarkeit, bin ich das in Bewusstseinseinheit? Bin ich in dieser Bewusstseinseinheit Dankbarkeit, Freude, Wertschätzung, glücklich sein? Mitgefühl? Ja, sag ich mal. Gilt das auch für meine Vergangenheit und Zukunft? Bin ich auch für meine Vergangenheit dankbar? Bin ich auch dankbar? Freue ich mich auch, dass ich das erlebt habe? Wertschätze ich meine Vergangenheit? Bin ich glücklich, dass ich diese Vergangenheit habe? Mitgefühl, das kann man dann eben, sagen wir, im Grunde genommen auch Mitgefühl mit sich selbst, Mitgefühl mit anderen, aber bleiben wir mal bei diesen vier Sachen hier. Und gerade da, wenn es um die Vergangenheit geht, mir, bevor ich das alles mit dem kreativen Quantenbewusstsein entwickelt habe, das ist so eine Sache, für die Vergangenheit dankbar zu sein. Ich bin zweimal geschieden. Das war nicht mehr ganz so einfach. Oder das wert zu schätzen. Weil ich ja in meinem Leben auch schon oft auf die Nase gefallen bin. Ich habe ja auch selber schon viel Blödsinn gemacht, wie jeder im Leben. Jeder, der sagt, dass er das nicht gemacht hat, ich habe noch keinen getroffen. Im Grunde genommen stimmt das nicht. Und dann aber auch mit der Vergangenheit wirklich im Reinen zu sein. Wir sagen das auch in den Worten. Wenn die Bewusstseinseinheiten nicht geklärt sind, dann sind die nicht rein, dann bin ich nicht im Reinen mit der Vergangenheit. Im kreativen Quantenbewusstsein kann ich das aber ganz praktisch machen. So, wenn du dir jetzt diesen Fluss hier anguckst, sag ich mal, der geht jetzt hier von unten nach oben oder von oben nach unten, wie du willst, also von der Vergangenheit, jetzt und Zukunft. Du kannst den, wenn du den jetzt nach rechts drehst, dann hast du ja wieder die Zeitlinie, wie ich den in vielen Videos schon gemacht habe, wo das hier und jetzt ist, wo du gerade drauf guckst. Da ist die Vergangenheit, rechts ist die Zukunft. Links ist die, so, dann kannst du das natürlich, die Bewusstseinseinheiten kannst du natürlich klären, wenn du damit nicht im Reinen bist. Da kannst du das ganz praktisch machen. Sonst ist das sehr schwer zu sagen, ja, ich muss dankbar für meine Vergangenheit sein, wenn dich aber die Frau betrogen hat oder der Mann, dann hast du echt Probleme, wenn du das einreden willst. Das geht aber auf dieser Ebene, also auf der Ebene, auf der individuellen Ebene des Quantenraums geht das dann ganz einfach mit dem kreativen Quantenbewusstsein. Da kann man wirklich aufräumen und klar Schiff machen, dass man dann wieder im Reinen ist. Und das Gleiche natürlich für die Zukunft. Ich werde Probleme haben, im Hier und Jetzt im Flow zu sein, wenn ich gleichzeitig irgendwelche Ängste vor der Zukunft habe, wenn ich sage, oh, ich bin doch dankbar und ich freue mich auf die Zeit, die vor mir liegt. Und nur, wenn das also in allen drei Zeiten ist, nur wenn da aus vollem Herzen, wirklich aus vollem Herzen, von ganz tief innen, auch ein Ja kommt, das muss ehrlich sein. Das mache ich ja nur für mich, das merke ich ja dann. Es besteht auch gar kein Grund, nicht ehrlich zu sein auf der Ebene im Heiligen Raum. Weil ich kann das ja sofort, wenn dann noch irgendwas, was nicht geklärt ist, ich kann das ja sofort klären. Also kann ich da ganz ehrlich mit mir sein. Aber ich muss wissen, wie das funktioniert. Ich muss die Prinzipien kennen, die da wirken. Und ich muss, so wie jetzt wieder hier, wenn du dieses Bild hast mit dem Flow und kennst das kreative Quantenbewusstsein, dann ist es recht einfach, das zu machen, auch im Flow zu sein. Dann wirklich darauf zu achten. Wenn das nicht ist, dann habe ich es einfach vergessen. Ich kann mich aber jeden Tag in diesen Zustand versetzen, wenn ich will. Ohne Briefmarken zu sammeln. Obwohl ich auch schon Briefmarken gesammelt habe. War eine tolle Sache. Ganz alte. So, ich mache mal hier. Ach, ich lasse noch einen Moment diese Schautafel, weil es ist einfach ganz gut, sich das einzuprägen. Solche Bilder. Ich habe also solche Bilder wie das hier. Ich habe die immer, da habe ich mir immer, also wie so eine Postkarte in der Größe, C6, die habe ich mir irgendwo bei DM oder so ausdrucken lassen.
zum Foto, habe die einlaminiert und habe die mal mit rumgeschleppt. Und wenn ich dann irgendwo spazieren war, habe ich auf der Bank gesetzt und habe mir die angeguckt. Und daher kommt das ja, dass ich solche Sachen eben heute so verinnerlicht habe. Die sind gut greifbar in meiner Bibliothek, wenn ich das wieder vom Heiligen Raum aus sehe. So, ich nehme an, dass ihr euch das jetzt hier zu Gemüte geführt habt. Du kannst ja auch sagen, wenn du das machen willst, wie ich das gesagt habe, und willst das wirklich solche Sachen ausdrucken lassen. Ich weiß nicht, ob das alle kennen. Dann machst du einfach einen Screenshot bei den Videos, hältst das an, machst einen Screenshot, dann hast du das Bild und dann kannst du das ja auch ausdrucken lassen. Ist also kein Problem. Zum Üben, weil ich habe eine ganze Menge so Übungskarten. Sogar nicht sehr viele, aber das ist immer ganz hilfreich. Ich weiß nicht, ich hatte früher immer irgendwelche Sachen dann bei, weil mir das irgendwie auch Sicherheit gegeben hat. Weil wenn ich dann unterwegs war, ich bin eben viel, also in der letzten Zeit nicht mehr so, in den letzten Monaten, aber da bin ich sehr viel spazieren gegangen, jeden Tag 2 Stunden oder so. Und wenn ich dann irgendwo saß oder wenn ich in der Eisdiele war oder beim Christian im Korbflechtergeschäft, dann habe ich mir das angeguckt oder wenn wir uns dann darüber unterhalten oder so. Und gerade wenn ich solche Sachen wie mit dem Flow, das ist völlig ungewohnt. Jetzt hoffe ich, dass du jetzt zumindest schon mal so auf einmal so ahnst, so die Zusammenhänge, so wie ich das gerade gesagt habe, mit dem Flow. Es ist natürlich klar, wenn wieder, um gestern darauf zu kommen, das geschieht alles im Heiligen Raum. Solche inneren Zustände, solche Gefühle. Einmal gestern gesehen, wenn ich auf einmal anfange, sowas zu beobachten, anzufließen, die dann eben immer sichtbarer wird. Und wenn ich glücklich bin oder so, dann bin ich glücklich mit Ferrari oder ohne. Das spielt ja keine Rolle. Ich hab nichts dagegen. Ich möchte auch mal gerne Ferrari fahren. Ich bin noch nie Ferrari gefahren, schon einen Haufen Autos, aber das eben nicht. Aber wenn ich anfange, auf der sichtbaren Ebene, wie ich das gestern gesagt habe, und meine, ich könnte da irgendwelche Sachen manipulieren, das ist schon der fertige Film. Das ist wirklich so wie im Kino, auf der unsichtbaren Ebene, da ist der Regisseur, da ist der Drehbuchautor, da ist der Kameramann, da sind die alle. Und auf der sichtbaren Ebene ist schon der fertige Film. Wenn ich auf der sichtbaren Ebene im Grunde genommen anfange, dann ist es immer so, als wenn ich einen fertigen Film verändern will im Kino. Deswegen funktioniert das in der Regel nicht. Aber weil ich gleichzeitig ja der Drehbuchautor bin. Der Drehbuchautor sagt, okay, ich schreibe das um, ich beobachte jetzt eine andere Bewusstseinseinheit. Aber das dauert eine Zeit, das ist auch gut so. Weil wenn das so schnell funktionieren würde, ist quasi wie so ein Sicherheitsmechanismus. Wenn das auf der unteren Ebene, ich gucke mal, ob ich die Grafik noch finde eben schnell. Dann wird das sofort klar mit dem Flow. Ich muss mal eben gucken. Ich habe den noch irgendwo. Nee. Was? Das ist schade. Ah, da ist es, glaube ich. Nee, das finde ich jetzt nicht. Das hatte ich so einen Haufen Grafiken. Aber ihr könnt euch sicherlich entsinnen, das war ja erst gestern. Wir sind zwar nicht mehr, die meisten sind ja nicht mehr die Jüngsten, ich auch nicht, aber da kann ich mir auch noch erinnern an gestern. Also wie ich das gesagt habe mit der Ebene, so eben, ich mache das mal ganz kurz, hier habe ich ja gestern haben wir das ja gemacht. Es passiert ja alles. So. Sieh mal. Ja. So, es passiert ja alles. Ich habe das ja gestern dabei, hier die Bewusstseinseinheit. Hier ist die reine Präsenz. Dann beobachtest du das und dann fängt das ja hier oben an. Hier oben, dann steigt das ja hier hoch wie die Lotusblüte. Ich kann also hier unten, fängt auch der Flow mit Fülle an. Das ist, sagen wir, auf der unteren Ebene. Wenn ich im Flow bin und beobachte solche Sachen und dann kommt auf einmal, wenn ich dann merke ich, ach, meine Vergangenheit, die stört mich gar nicht mehr so oder belastet mich gar nicht so. Weil wenn ich mir, sagen wir, auch vielleicht ein ganz konkretes Beispiel, ich kam also mit meinen Eltern nie gut klar.
gerade mit meinem Vater nicht. Und ich habe das aber nachher alles geklärt. Ich habe heute ein ganz friedliches, liebevolles Verhältnis zu meinem Vater. Und weil ich das eben nachher geklärt habe. Und dann sieht im Grunde genommen die Sicht auf die Welt, ich habe das mal ganz stark vereinfacht gemacht hier. Wenn die dann so aussieht, wie ich das hier dargestellt habe, dann bin ich also hier in der reinen Präsenz, dann sage ich ja zu meiner Vergangenheit, zu allem, was da war. Wenn ich das nicht mache, dann klaue ich mir im Grunde genommen selber Energie für die Zukunft. Weil die ist ja dann blockiert, die ist ja dann gebunden. Dass ich also im Grunde genommen, wenn ich in der reinen Präsenz bin und sehe das so wie hier Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, dass ich zu allem Ja sage. Natürlich, alles, was ich hier sage, ist die Idealvorstellung. Das ist die Situation, wenn ich mich wirklich hinsetze und mache die Augen zu, nehme mir die Zeit. Das rate ich sowieso jedem. Dass er sich jeden Tag zumindest eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde Zeit nimmt und geht einfach in den heiligen Raum. Und von mir aus macht er gar nichts. Und wenn das die Göttin sind, dann setzt sie auf den Thron und genießt sein Reich und sagt, boah, ist das super, alles Paletti. Aber dass zumindest mir schon klar ist, dass das hier, wie ich das hier gezeigt habe, wie ich das hier in dieser Grafik hier zeige, dass das eben die Sicht ist, die ich auf die Welt haben muss, wenn ich wirklich im Flow sein will. Und das kann ich eben, sagen wir, das kann ich eben mit dem kreativen Quantenbewusstsein ganz leicht machen. Weil ich nehme ja an, sagen wir, jeder, der jetzt hier wirklich alle neun Fahrstunden mitgemacht hat, dass es für den ganz leicht ist. Gerade wenn er das wirklich praktisch, also sonst geht es sowieso nicht. Wenn ich das nicht praktisch mache und fange an, das zu leben, dann sind das nur weitere Kopfgeschichten. Dann habe ich aber keine Veränderung in meinem Lebensgefühl. Sondern weiß ich halt nur mehr. Das ist so, als wenn ich mir ein Buch gekauft habe. Und das lese ich dann, dann steht das wieder im Regal. Ja, dann habe ich irgendwann eine super Bibliothek. Aber wenn ich das kreative Quantenbewusstsein nicht praktisch mache, wenn ich das wirklich übe, mich erinnere, wenn ich auf einmal beim Einkaufen bin, auf einmal fällt mir das ein und ich stehe da vor irgendeinem Marmeladen- oder Honigregal. Ach, ich könnte mir mal einen Atemzug die Augen zumachen. Sieht ja keiner, das geht aber auch mit Augen auf. Das geht. Und dass ich das einfach mache. Wer das macht, der wird sofort merken, wie wohl er sich auch vom Honigregal fühlen kann. Ich meine, vom Honigregal ist sowieso schön, weil ich esse gerne Honig. Aber ich meine jetzt, wenn ich umswitche und gehe in den heiligen Raum. So, ich glaube, dass auch heute, wie immer, sind wieder, ist es ganz gut, wenn ihr euch die Grafiken dann nochmal anguckt und das wirklich sacken lasst. Es geht nur um den Überblick. Aber schon alleine, wenn ich mir sage, es geht gerade in Deutschland. Ach so, ist gut, dass mir noch eingefallen ist. In Deutschland und der westlichen Welt, da geht es im Grunde genommen, wenn es um den im Flow mit Fülle ich sein will, da geht es gar nicht darum, dass ich da irgendwie bei diesen konditionierten Bildern lande und ach, ich sage, ich kann nur im Flow sein, wenn das reinkommt und was weiß der Kuckuck, was es da für tolle Vision, macht eine schöne Vision davon und tralala. Und ich sag mal, das große System sagt, der Ronald ist blöd, dein Essen. Ja, das sagt denn immer, es geht einfach in die Richtung, einfach weiter in die Energie. Wenn etwas wachsen soll, das kann nur aus etwas heraus wachsen, was schon besteht. Wenn ich meine, ich bin hier und ich bin eine arme Sau, ich sag mal extra so ganz krass, und ich muss jetzt in den Flow mit Fülle kommen, dann kann das niemals funktionieren. Das ist so, als wenn aus einem Kirschbaum auf einmal ein Stachelbeerbaum werden soll oder ein Pflaumenbaum. Nur aus dem, was bereits da ist, kann etwas wachsen. Deswegen ist es im Grunde genommen das Allerwichtigste. Deswegen ist es auch gut mit den Karten, die ich gezeigt habe. Nicht um zu sagen, oh, wir sind alle so schlecht hier, sondern um zu sagen, ey, das kann mich super daran erinnern, dass ich ja schon längst in der Fülle bin im Vergleich zu vier Fünfteln. Und wenn ich das bin, dann ist das etwas, was schon da ist. Es ging mir auch nicht darum, das irgendwie schlecht zu reden oder so, sondern es geht mir darum zu erkennen, gerade hier in Deutschland oder im gesamten Westen zu sagen, ey, ich bin ja schon vom größeren System aus, ich bin ja schon in der Fülle. Ich muss da nicht irgendwas erreichen oder irgendwo hin, sondern ich bin da schon, und wenn ich das bin,
dann kann das auch wachsen. Nur was da ist, kann mehr werden. Irgendeine Fantasie oder Kopfgeschichte nicht. Ich meine nicht, ich will auch das nicht, dass das Visualisieren nicht hilfreich ist. Ich meine aber von dem Seinszustand her. Wenn jemand auf einer ganz tiefen Ebene das Gefühl hat, ich bin eine arme Sau, dann kann der affirmieren so lange, wie er will. Weil es das ist, was da ist. Und nur das kann mehr werden, wenn der dabei erkennt, ey, ich habe das zweimal gedacht, weil ich vergleiche mich mit Hinz und Kranz und Hans und Franz hier. Oder was weiß ich, von mir aus mit irgendwelchen tollen Vorbildern aus dem Fernsehen oder was. Dann merkt er das nie, dass er im Vergleich zu den 4, 5 und schon längst in der Fülle ist. Wenn aber jemand von mir aus für deutsche Verhältnisse ganz wenig hat und guckt sich an und sagt, ich bin ja schon in der Fülle. Und merkt auf einmal, ich bin das. Dann ist es auch wenn es mal von mir, auch wenn er sich große Fülle wünscht, große Fülle kann nur aus dem kleine Fülle entstehen. Also muss er erstmal sich erinnern und sagen, ich bin ja schon längst in Fülle. Und dann kann diese kleine Fülle bei dem auch anfangen zu wachsen. Nur was da ist, kann auch wachsen. Nur ein Kirschbaum, der da ist, kann wachsen. Und aus dem Kirschbaum wird nie eine Eiche werden. Nie im Leben. Und auch kein anderer Baum, egal was ich meine. Und dafür ist diese Grafik eben so hilfreich zu erkennen, zu sagen, ich bin ja schon in der Fülle im Vergleich zu dem anderen. Und dann wird wahrscheinlich das große System sagen, oh, der Red hat kapiert. Sag ich mal, so. Der sagt ja nicht, ich soll jetzt hier, was weiß ich, die Zähne in der Tischkante hauen oder am Hungertuch nagen, sondern zu erkennen, ey, du bist schon längst da. Und dann kann auch diese erkannte Fülle wachsen, aber harmonisch wachsen zum Vorteil für das Ganze. Dann hat er das große System wieder, was davon Einfluss mit eingefallen ist. Und das ist ganz wichtig, dieser Punkt. Es geht nicht darum, irgendwas schlecht zu machen oder so, sondern es geht darum, um zu erkennen, um sich zu erinnern. Um sich zu erinnern, wir sind hier vom großen System aus, sind wir schon längst alle in der Fülle. Es gibt überhaupt keinen Grund zu leiden. So, jetzt haben wir eine Stunde rum, aber ich hatte ja auch eine Pause für die Toilette, also passt das schon. Dann kannst du jetzt in der Fülle, in der wir jetzt schon alle sind, kannst du auch machen, lässt du sofort, die Erkenntniskugel oder wie der willst oder Erkenntniskugel, ich bin ja schon längst in der Fülle. Atmest du ein, atmest du aus, bums, bist du da drin. Musst du vielleicht ein bisschen lachen, weil du es nie gemerkt hast. Ich glaube, es gibt keinen Menschen im Leben, über den ich so viel gelacht habe, wie über mich selber. Ja, ich so. Und so, und dann merke ich mal, es ist ja schon da. Ich muss das nur so, wie wenn du das wünschst, dass es auch harmonisch wächst, so wie gestern in der Sendung, dann wie bei Law of Attraction, wie das da war, das Gesetz der Anziehung, auf der unteren Ebene. Ich bin ja schon in der Fülle, sich bewusst zu machen, da reinzugehen, die Aufmerksamkeit darauf geben, damit die immer intensiver wird. Die Energie fließt ja dann zur reinen Präsenz und von da aus, ich sage jetzt mal nach oben, weil das in der Grafik ist, und da war in die sichtbare Ebene, wie die Lotusblüte. Aber erstmal zu erkennen, wenn ich das nicht erkenne, dann kann da gar nichts wachsen. Es kann nur etwas wachsen, was da ist. Ha. Gut, dass ich auf Toilette musste. Ich hätte das bestimmt vergessen. Der große Zambano hat sich schon was bei gedacht. Also, dass der Roland muss. Also, ab geht's. So. Und jetzt zum Schluss machen wir wie immer. Das können wir direkt praktisch machen, dass jeder das so aus seiner Fülle heraus macht. Aus der Fülle, die ist, weil das gemerkt hat. So, dass jeder in seine Abschlussbewusstseinseinheit, sag ich mal, geht, wo wir dann in den Gemeinschaftsbewusstseinseinheit drin sind. Das ist ja sofort da, wenn du die Augen zumachst, ein Atemzug, zack, dann sind wir alle da drin. Alle freuen uns, sagen, Yippie, erkannt, wir sind schon längst in der Fülle, brauchen nur noch wachsen. Und zwar harmonisch angepasst an das große System. Und können das so genießen, nämlich die Gemeinschaftskugel war, weil es nämlich dann auch Fülle für alle gibt. Wie? Das brauche ich nicht zu wissen.
Und wenn wir sagen, dann können wir das auch alle teilen. Weil nur von dieser Position noch ist auch wirklich genug da von allen, für alle, reichlich. Und dass wir das vielleicht noch ein paar Abendzüge gemeinsam genießen in der Gemeinschaft für Bewusstseinseinheit. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Jetzt nach der Erkenntnis, dass wir schon alle in Fülle sind, fühlt sich das für mich noch viel besser an. Wir können alle das teilen, reichlich da, auf dieser Ebene. Es ist gut für alle, gut für den Einzelnen und auch gut für alle, die außerhalb unserer Bewusstseinseinheit sind. Dass das Schwingungen sind, die wir aussenden, gemeinsam. So, und aus diesem schönen Gemeinschaftsgefühl heraus verabschiede ich mich, sage Tschüss und bis morgen.